Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge von House of Podcast, der Podcast vom Haus der deutsch-polnischen Zusammenarbeit mit Unterstützung des Konsulats der BRD in Oppeln. Am Mikrofon ist für euch wieder IFA-Kulturmanager und deutscher Muttersprachler Stefan Mehrens. Zunächst gibt es eine kleine Hausmitteilung. Unser Podcast ist nur noch auf Apple Podcasts verfügbar. Falls ihr dort unseren Podcast hört, würden ich und meine Kolleginnen uns sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung dort abgeben würdet, damit man unseren Podcast leichter finden kann. Außerdem könnt ihr uns gerne Feedback schicken, einfach per Mail an podcast@haus.pl. Nun aber zu unserem heutigen Thema. Heute geht es um etwas, das wir in unseren früheren Folgen nur erwähnt haben. Wir haben auf die gelbe Jacke von Jonas in der Serie Dark und auf die rosa Jacke der Hauptfigur des Systemsprengers Benny hingewiesen. Keine Sorge, in der heutigen Folge geht es nicht um Jacken. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Mode. Wir werden uns überlegen, was den deutschen Stil im Allgemeinen ausmacht, was die Deutschen tragen, welche Stereotypen es in diesem Bereich gibt und wir werden auch über deutsche Modemarken, ihre Geschichte und einige Modeikonen aus Deutschland sprechen. Das Erste, was mir einfällt, wenn ich an deutsche Mode denke, ist auf jeden Fall, dass sie vor allem bequem und praktisch ist. Wenn ich an deutsche Männer und Frauen denke, würde ich sie mir in keiner extravaganten Kleidung vorstellen. Eher mit einem minimalistischen Design. Mit etwas, was immer passt. Mit etwas Universellem. Mit etwas, was vor allem bequem ist. Was zum Tragen und nicht für das Aussehen gedacht ist. Es ist eher selten, dass man in einer deutschen Innenstadt elegant gekleidete Menschen sieht. Ein eher neuer Trend in der deutschen Mode ist, dass deutsche Männer und Frauen immer öfter darauf achten, was sie tragen und was sie kaufen. Aber eher im Kontext der Nachhaltigkeit. Das ist ein universeller, globaler Trend. Menschen denken über Mode im Kontext des Konsums und dessen Einflusses auf unseren Planeten nach. Dieser Trend ist präsent zum Beispiel auf der Berliner Fashion Week und auch im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg und insbesondere bei jungen Leuten. Neben diesem Trend gibt es auch einen anderen globalen Trend, Fast Fashion, zu Deutsch schnelle Mode. Laut Fast Fashion kauft man viele Dinge billig, auch in Modeketten, ohne daran zu denken, wie die Arbeitsbedingungen der Menschen, die diese Kleidung produzieren, aussehen oder wie groß der CO2-Abdruck ist. Oft ist diese Kleidung nicht von guter Qualität und man trägt diese Kleidungsstücke nicht sehr lange und wirft sie schnell weg. Daher der Begriff Fast Fashion. Es sind also zwei total entgegengesetzte Trends. Zwar wollen immer mehr Menschen fair und ökologisch kaufen, aber Fast Fashion ist immer noch ein starker Trend in Deutschland. Auch weil die Deutschen oft nicht besonders viel Geld für Kleidung ausgeben wollen. Natürlich fallen einem gewisse Stereotype ein, wenn man an deutsche Mode denkt. Eines davon ist, weiße Socken in Sandalen zu tragen. Das ist allerdings ein Stereotyp, das auch in Polen funktioniert. Es gibt eine Menge Memes zu diesem Thema. Ich denke, das ist eher ein mitteleuropäisches als deutsches oder polnisches Stereotyp. Denn auch Menschen in Tschechien lachen oft darüber, dass sie genauso im Urlaub am Meer aussehen. Ein anderes Stereotyp ist vielleicht die Multifunktionshose und Jacke, also zum Beispiel eine Hose, die sehr viele Taschen hat, wo man die Hosenbeine kürzer machen kann. Dies sieht vielleicht nicht so gut aus, aber es ist sehr praktisch. Viele Stereotype über Kleidung kommen von Deutschen, die irgendwo in den Urlaub fahren. Wenn wir über Regionalismen sprechen, über Kleidung, die typisch für eine Region ist, da denkt man wohl zuerst an Bayern. Tatsächlich denkt man vor allem ans Oktoberfest. Man denkt an die Tracht, die sich bei Männern aus Lederhosen und Hosenträgern zusammensetzt. Bei den Frauen ist es ein Trachtkleid mit Schürze, dazu eine Bluse drunter. Diese Art von Kleidung ist vor allem für Feste. Manchmal kann man auch im Alltag eine Person in Tracht treffen, das ist aber eher selten. Eine Ausnahme ist die Gastronomie und der Tourismus. Da wird diese Tracht häufig genutzt. Wenn ich aber an München, die Hauptstadt Bayerns, denke, denke ich eher an teure Dinge, an die sogenannten Schickimickis, an solche eleganten, sehr teuren Topmarken. Wir denken auch an den Norden, wo wir uns in den letzten zwei Folgen bewegt haben. Ein untrennbares Element der Kleidung ist dort natürlich die Regenjacke. Sie ist ein Muss. Da ich selbst aus dem Norden komme, kann ich sagen, dass es auf jeden Fall zutrifft. Immer wenn ich irgendwo hinfahre, auch im Sommer, muss eine Regenjacke mit im Gepäck sein. Man weiß ja nie. In Deutschland gibt es auch das Sprichwort, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Wir sind also sehr pragmatisch und auf jede Situation vorbereitet.
Was die Mode angeht, muss man natürlich auch ein wenig über Berlin sprechen. Das ist eine Stadt, in der man unterschiedliche Images und verschiedene Kreationen wirklich ausprobieren kann. Dort kann man auch eine Menge unterschiedliche Trends finden. Es gibt auch sehr alternative Trends. Trends, die sehr extravagante oder bunte Kleidung vorsehen, besonders in den eher alternativen Stadtteilen. Dies hängt auch damit zusammen, dass in Berlin viele Menschen aus sehr unterschiedlichen Kulturen leben. Das ist wirklich spannend. Niemand wird dort ausgelacht für das, was man trägt, und in gewisser Weise ist Berlin eine Stadt zum Experimentieren, wenn es um Mode geht. Meine Kollegin Magda liebt diese Stadt und die Mode dort. Und auch ich finde es persönlich recht interessant in dieser Stadt, auch wenn ich selbst eher der pragmatische Typ bin. Wir wollen euch noch ein wenig von deutschen Marken erzählen, denn es gibt viele davon. Wir haben ein paar Marken ausgewählt, die wir am interessantesten oder bekanntesten finden. Deutsche Marken assoziiert man mit Zuverlässigkeit, mit guter Qualität, mit einem einfachen Design. Es betrifft alle Dinge, Gebrauchsgegenstände, Haushaltswaren, Möbel, Autos und auch die Architektur. Ähnlich ist es mit den bekannten Modemarken aus Deutschland. Eine sehr bekannte deutsche Modemarke ist Hugo Boss. Die Firma wurde 1923 von Hugo Ferdinand Boss gegründet. Die Firma hat allerdings eine etwas kontroverse Vergangenheit, was auch öffentlich bekannt ist und vom Unternehmen auch nicht abgestritten wird. Es geht um die Zeiten des Zweiten Weltkrieges, in denen damals in Hugo Boss Fabriken Häftlinge gearbeitet und Uniformen für die SS, Wehrmacht und Hitlerjugend genäht haben. Das ist eine altbekannte Tatsache und Hugo Boss entzieht sich dieser Debatte keinesfalls. Momentan verfügt die Firma über 4 Marken. Die erste Marke Boss ist am teuersten und sehr elegant. Danach kommt Boss Green. Das ist eine sportlich gekennzeichnete Linie. Boss Orange richtet sich nach dem Urban und Casual Style und die Modelinie Hugo ist eine, sagen wir mal, Fusion von Moderne und Klassik. Nach Bullen ist diese Marke erst nach 1989 gekommen. Zwei ebenfalls weltbekannte Marken kommen ebenfalls aus Deutschland. Sie sind vor allem beliebt bei Personen, die verschiedene Sportarten treiben oder bequeme Street Fashion lieben. Die Rede ist von den Marken Adidas und Puma, die von Brüdern gegründet wurden. Adolf und Rudolf Dassler haben zuerst ihre eigene Näherei nach dem Ersten Weltkrieg gegründet. Auch sie haben ein nicht besonders ehrenvolles Kapitel in der Geschichte, aber die Firma, die sie damals hatten, gibt es nicht mehr. Jedenfalls hat sich ihre Firma damit beschäftigt, zum Beispiel Schuhe für die Wehrmachtssoldaten zu nähen. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich die Brüder voneinander getrennt und Adolf hat die Firma Adidas und Rudolf die Firma Puma gegründet. Adidas und Puma haben einen ziemlich ähnlichen Stil, das ist eben ein sportlicher Stil. Adidas ist natürlich sehr leicht durch die 3 Streifen oder durch das sogenannte Kleeblatt-Logo zu erkennen. Adidas und Puma sind sehr präsent in der Street-Fashion. Viele Personen aus der Hip-Hop-Szene tragen auch diese Marken und schätzen sie. Im östlichen Europa ist Adidas ja auch sehr beliebt. Es gibt hier die Stereotype von jungen Männern, die einen Trainingsanzug und Schuhe von Adidas tragen. Es gibt auch eine Marke, die diejenigen Personen gefällt, die viel Sport vor allem draußen treiben. Es ist Jack Wolfskin. Dies ist eine Marke, die vor allem Outdoor-Bekleidung herstellt, also solche Bekleidung, die vor äußeren Wetterbedingungen schützt, also zum Beispiel die tollen Jacken, die wir früher erwähnt haben. Sie ist vor allem für Leute geeignet, die gerne wandern gehen. Das ist ja in Deutschland auch sehr beliebt. Es gibt auch die Firma C&A. Es ist eine sehr bekannte Marke, auch in Polen. Der Name ist eine Abkürzung von Clemens und August, also von den Brüdern Brennigmeier. Im Jahre 1841 sind sie aus Deutschland nach Holland ausgewandert und dort haben sie auch ihre Bekleidungsfirma gegründet. Und 20 Jahre später, 1861, haben sie das erste C&A-Ladengeschäft eröffnet, das fertige Kleidung in unterschiedlichen Größen und zu günstigen Preisen angeboten hat. C&A hat momentan ungefähr 10 Kollektionen, unter anderem die Jugendkollektion Clockhaus, Kander oder Jessica. Als meine Kollegin Sandra nach Informationen über die Geschichte von C&A gesucht hat, war sie ziemlich überrascht und irritiert. Zur Zeit des Zweiten Weltkrieges hat die deutsche Filiale des Unternehmens Zwangsarbeiter aus den von Dritten Reich besetzten Ländern beschäftigt. Sie hat auch Güter der Juden übernommen und von billigen Arbeitskräften unter anderem aus dem Ghetto Łódź profitiert. Es geht nicht um die Tatsache an sich, weil, wie gesagt, sowohl Hugo Boss als auch Adidas für die Wehrmachtleute genäht und auch aus der Arbeitskraft Vorteile gezogen haben. Es geht darum, wie das Unternehmen mit dieser Geschichte umgeht. Auf der Webseite von C&A kann man lesen,
Der Weg des Fortschritts verläuft jedoch nicht immer reibungslos und C&A stand im Laufe der Zeit vielen Herausforderungen gegenüber. Nach dem Zweiten Weltkrieg musste das Geschäft in Deutschland neu aufgebaut werden, das in großen Teilen zerstört war. Dank des wirtschaftlichen Aufstiegs konnte C&A jedoch schnell auf seine Tradition von Einfallsreichtum, Kreativität und Leidenschaft bauen und so zu einem der größten Modehandelsunternehmen Deutschlands werden. Es gibt hier kein Wort über die dunkle Seite der Geschichte des Unternehmens im Zweiten Weltkrieg. Natürlich ist irgendwie klar, dass es für deren Marketing nicht besonders gut wäre, aber man sollte sich doch dieser Frage stellen, ob das die richtige Richtung ist. Denn es ist ja bekannt, dass C&A diese dunkle Geschichte hat, wie viele andere Unternehmen auch. Meiner Meinung nach sollte man damit transparent umgehen. Eine weitere bekannte deutsche Modemarke ist Birkenstock, die vor allem Sandalen und Badeschuhe herstellt. Die Sandalen von Birkenstock sind durch ihre weiche und bequeme Schuhsohle charakteristisch. Sie haben ein sehr klassisches Muster. Dieses Design ist minimalistisch, das Material ist auch ökologisch. Die Sandalen sind zum Symbol einer Revolution und der Umweltbewegung des letzten Jahrhunderts in Deutschland geworden. Allerdings hat auch Birkenstock keine weiße Weste. Aber nicht wegen der Geschichte des Zweiten Weltkrieges, sondern wegen aktueller Probleme. Bis zum Jahr 2012 haben Frauen, die in der Firma beschäftigt wurden und für die Marke gearbeitet haben, im Vergleich zu Männern 1 Euro weniger pro Stunde verdient. Jährlich ergibt das etwa 2000 Euro weniger, was schon eine starke Diskriminierung von Frauen ist. Es ist, sagen wir mal, ein 13. Monatsgehalt. Es ist schon krass, es war im Jahr 2012. Aber vielleicht mal was Positives, eine schlesische Note. Es geht um die Firma Gabor, das ist eine Schuhmarke, die in Polen noch nicht ganz so bekannt ist und hier auch nur sehr wenige Geschäfte hat. Die Firma Gabor hat als erstes Ballerinas hergestellt, also die einfachen und bequemen Schuhe. Von diesen Schuhen war die ganze Welt in den 60er Jahren begeistert, denn genau in den Ballerinas hat man Rock'n'Roll getanzt. Die Firma Gabor hat ihre Wurzeln in Oberschlesien. Pius Gabor, der Unternehmensgründer, hatte damals in Groß-Strelitz, also in Strzelce-Opolskie, ein Geschäft mit Schuh- und Lederwaren. Sein Geschäft hat er bis 1945 geführt. Leider wurde er in diesem Jahr von der Roten Armee ermordet. Aber seine Söhne haben nach dem Krieg, im Jahr 1949, die Fundamente der heutigen Firma Gabor gelegt. Und so hat es begonnen. Aber den Ursprung hat die Firma tatsächlich in Oberschlesien. Falls ihr Strzelce-Opolskie besucht und sehen wollt, wo Gabor gewohnt hat, befindet sich sein Mietshaus heute an der Straße Rynek 2627. Gleich darunter, auf einer kleinen Grünanlage, steht ein Denkmal, ein Schuh aus Messing, das von Studentinnen und Studenten der Oppelner Universität designt und geschaffen wurde. Was noch interessant in Hinsicht auf die Firma Gabor ist, sind, dass sehr bekannte Ikonen der Popkultur und auch Personen aus der politischen Welt diese Schuhe getragen haben und immer noch tragen. Audrey Hepburn hatte zum Beispiel die Gabor-Schuhe in Frühstück bei Tiffany an. Schuhe von Gabor haben auch Marilyn Monroe, Marlon Brando, Joan Collins, Claudia Schiffer oder die momentan berühmteste Frau in Deutschland, Angela Merkel, getragen. Es ist eine gute Gelegenheit, um über den Stil von Angela Merkel, der deutschen Bundeskanzlerin, zu sprechen, weil er auch ein wenig über die Mentalität der Deutschen aussagt. Wenn man die Augen zumacht und versucht, sich Angela Merkel vorzustellen, dann vermute ich, dass wir alle so ziemlich das Gleiche sehen. Zum Beispiel eine einfache Hose und Kostüm. Die Farbe des Oberteils ist dann vielleicht das Einzige, was variiert. Über alle Jahre ihrer Amtszeit hat Merkel diesen Stil nie geändert. Nicht einmal ihre Frisur. Dieser Stil ist vor allem praktisch und soll bei ihrer Arbeit helfen und nicht stören. Auch möchte sie sich in gewisser Weise nicht angreifbar machen. Denn es ist ja leider so, dass Frauen in der Politik immer noch teilweise nach ihrem Äußeren beurteilt werden. Um also den ersten Teil dieser Folge zusammenzufassen: Deutschland ist kein Land, in dem sich Haute Couture, die elitäre Mode, entwickeln kann. In Deutschland findet man keine Stadt wie Mailand, Paris, London oder New York. Die Fashion Week in Berlin ist keine wirklich prestigeträchtige Veranstaltung. Aber bemerkenswert ist es, dass der wichtigste Teil dieser Veranstaltung jetzt nach Frankfurt am Main gezogen ist. Sicherlich aufgrund der guten Verbindung mit dem Rest der Welt. In Berlin wiederum wird der Teil mit dem Bereich der Nachhaltigkeit in der Mode weiterhin bestehen. Wenn wir über deutsche Ikonen nachdenken, denken wir, zumindest wenn wir an die 90er Jahre denken, an Claudia Schiffer zum Beispiel.
Claudia Schiffer war in den 90er Jahren tatsächlich ein Topmodel. Heute ist sie nicht mehr in der Modewelt präsent, aber sie arbeitet weiterhin. Claudia Schiffer ist sogar mit den meisten Covern im Guinness-Buch der Rekorde eingetragen. Eine andere Ikone, nicht mal der deutschen, sondern der weltweiten Mode, ist Karl Lagerfeld. Sein Name war seit Jahren eine der bedeutendsten Marken in der Modewelt. Lagerfeld wurde durch sein enormes Talent, große Kreativität, sein originelles Aussehen und sehr extravagantes Benehmen sowie seine außergewöhnliche Persönlichkeit berühmt. Auch er hatte einen sehr konsequenten Stil. Schwarzer Anzug mit weißem Hemd, dunkle Sonnenbrille, schwarze Handschuhe ohne Finger, sein weißer Pferdeschwanz und schwarze elegante Schuhe. Sein Leben hat immer ein großes Interesse der Medien geweckt, seine Aussagen genauso. Er hat häufig ziemlich provokante Sprüche gebracht. Ein Beispiel dafür ist seine Aussage: Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Das ist ein Satz, der in Deutschland sehr bekannt ist und viel diskutiert wird. Zuletzt wurde auch wieder darüber diskutiert im Zusammenhang mit Homeoffice während der Corona-Zeit. So eine Aussage, wie andere seiner Aussagen auch, stellen einfach einen sehr elitären Standpunkt dar. Denn nicht alle haben die Zeit und das Geld, stets elegant zu kleiden. Schon gar nicht in so unheimlich teuren Klamotten, wie Lagerfeld sie trägt und designt. Karl Lagerfeld hat aber auch noch andere skandalöse Aussagen gemacht. Zum Beispiel, als er sich respektlos über verschiedene Frauen geäußert hat oder auch zu verschiedenen politischen Themen. Ich möchte darauf nicht weiter eingehen, weil es wirklich nicht sehr schön ist. Der Tod von Karl Lagerfeld hat einen starken Widerhall in den sozialen Medien gefunden. Und die meisten Personen, die sich in irgendeiner Weise für Mode interessieren, haben das Gefühl bekommen, dass dies ein toller Moment dafür ist, ihm zu gedenken und sein Werk als Designer zu verehren. Inzwischen haben sich in Kreisen, die im Kampf gegen Frauendiskriminierung oder für den Tierschutz engagiert sind, solche Stimmen vermehrt, dass sein Tod eher ein Anlass dazu sei, um über die dunklen Seite der Modeindustrie nachzudenken. Jamila Jamil, eine britische Schauspielerin und Moderatorin, die dem polnischen Publikum wohl am meisten aus der Serie Good Place bekannt ist, hat sich zum Beispiel nicht entgehen lassen, den Tod von Lagerfeld zu kommentieren, indem sie ihn als skrupellosen Frauenhasser bezeichnet hat. Lagerfeld hat sich solche plumpen Kommentare unter anderem zu Adele erlaubt. Unter anderem hat er Lana Del Rey kritisiert, meistens wegen der Figur oder dem Körpergewicht. Also, der berühmteste deutsche Franzose, denn Karl hat den größten Teil seines Lebens in Frankreich verbracht, ist nicht unbedingt glänzend in die Geschichte der Popkultur eingegangen. So hat er auch einer anderen berühmten deutschen Modeikone, Heidi Klum, einige ziemlich respektlose Kommentare an den Kopf geworfen und meinte, sie sei kein Model, sondern könne nur Werbung machen. In gewisser Weise haben aber Lagerfeld und Klum beide ziemlich große Ähnlichkeiten, denn sie haben beide ein großes Talent mit Mode, sehr viel Geld zu machen und damit sehr berühmt zu werden. Klum hat ihre Karriere wie Lagerfeld nicht in Deutschland, sondern in den Vereinigten Staaten gemacht. Es ist schon interessant, dass die bekanntesten deutschen Modeikonen ihre Karriere nie in Deutschland selbst begonnen haben. Klums Karriere begann 1992, als sie eine Show, etwas in der Richtung Next Topmodel, gewonnen hat. Und dann hat sie ihren ersten Vertrag gewonnen, ihre Schule abgeschlossen und so hat ihre große Karriere begonnen. Im Laufe der Zeit ist sie ein Star, eine Businessfrau geworden. Sie hat auf verschiedene Dinge zurückgegriffen, nicht nur auf den Modeljob, sondern auch das Design. Sie hat zum Beispiel eine Kollektion für Lidl designt, ein Modell und auch ein Modell für Birkenstock. Sie war auch Schauspielerin. Sie ist maßgeblich verantwortlich für die bekannteste deutsche Modelserie Germany's Next Topmodel, die seit 2006 im Fernsehen läuft und immer noch sehr beliebt ist. Es gibt aber auch einige Kontroversen wegen dieser Serie, wegen dem sogenannten Fat-Shaming, also dass die jungen Frauen, die nicht so dünn ist, wie es die Norm verlangt, diskriminiert werden. So ist Klum verantwortlich dafür, dass viele junge Mädchen Essstörungen und ein niedriges Selbstwertgefühl haben. Eine deutsche Organisation mit dem Namen Pink Stings hat eine Kampagne organisiert, die darin bestand, dass Schülerinnen aus einer Schule ein Lied komponiert haben, in dem sie singen, dass sie keine Heidi-Mädchen, not Heidi's Girls, sind und dass sie sich nicht wie die Models in der Show sein wollen. Sie wollen sie selbst bleiben und niemand wird ihnen sagen, wie sie sein sollen. Klum ist auch häufig Moderatorin oder Jurymitglied für verschiedene Shows im Fernsehen, wie zum Beispiel das Supertalent. Eine Show in der Form von Mom Talent oder America's Got Talent. Oder auch Project Runway, einer anderen Modeserie. Sie war auch Moderatorin der Gruppenauslosung für die Fußballweltmeisterschaft, die 2006 in Deutschland stattgefunden hat.
Sie ist eine der am besten verdienenden Models der Welt und eine sehr erfolgreiche Businessfrau. Auch ihr Privatleben wird von den Medien aufmerksam beobachtet. Lange Zeit war sie mit dem Sänger Seal zusammen. Sie haben sich aber getrennt. Seit einiger Zeit ist ihr Partner Tom Cowlitz, der Sänger der Band Tokyo Hotel. Zwischen den beiden gibt es einen recht beträchtlichen Altersunterschied. Aber interessanterweise wird das weit und breit nur deswegen kommentiert, weil eben die Frau und nicht der Mann ziemlich viel älter ist. Umgekehrt, also wenn der Mann viel älter als die Frau ist, wird es nicht so aggressiv kommentiert. Zum Schluss haben wir noch ein deutsches Wort, das sich nicht ins Polnische übersetzen lässt. Wir kommen wieder zu den Jacken, denn in der heutigen Folge habe ich das Wort Allwetterjacke ausgewählt. Das ist eine Jacke, die man zu jedem Wetter tragen kann. Sie ist also sehr flexibel und steht auch für das praktische Denken der Deutschen. Schön sind diese Jacken meistens nicht. Das wäre es erstmal für diese Folge. Schreibt uns gerne Feedback an podcast@haus.pl. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, auf Wiederhören.